Hallo Freunde des Films, willkommen zu DVD-Kritik mit einem neuen Trailer-Check. Und zwar geht es dabei um den neuen Streifen mit Johnny Depp in der Hauptrolle, den Disney im August 2013, also wir haben noch lange, lange Zeit, ins Kino bringen wird und gleichzeitig die Verfilmung, ich glaube, einer Comicreihe ist oder zumindest einem nicht ganz unbekannten Superhelden in den USA, bei uns zu Lande vielleicht doch weniger bekannt. Und damit geht es heute einmal um den Trailer von Lone Ranger. John? Warum sprichst du mit dem Pferd? Warum bin ich voller Dreck? Ich hab dich begraben. Warum lebe ich noch? Acht Männer reiten in Canyon. Sieben habe ich begraben. Pferd sagt, du bist Seelenwanderer. Ein Mann, der auf anderer Seite war und zurückkehrt. Ein Mann, der nicht sterben kann in Schlacht. Großer Dachschaden bei Pferd. Wenn wir zusammen reiten, reiten wir für die Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist, was ich suche, Kemosabe. Leute denken, du bist tot. Besser, sie denken weiter so. Du willst, dass ich eine Maske trage? Es kommt Zeit, wo guter Mann Maske tragen muss. Also dann, legen wir los. Lone Ranger bzw. The Lone Ranger, so richtig ist noch nicht klar, wie der Film jetzt anscheinend bei uns heißen wird, wenn ich ehrlich bin, kommt also am 8. August 2013 ins Kino mit Johnny Depp in der Hauptrolle, von Jerry Bruckheimer produziert, und Disney steckt dahinter und sie sagen ja hier selbst im Trailer, das Erfolgsteam von Fluch der Karibik, was quasi hier das Ganze produziert, und so ein wenig wirkt der Film wie Fluch der Karibik im Wilden Westen. Johnny Depp spielt hier irgendwie einen halb verpeilten Indianer und eben spielt Armie Hammer diesen Lone Ranger, ein Mann, der anscheinend nicht sterben kann, und beide zusammen als Duo müssen wohl eine Aufgabe meistern oder ein gemeinsames Abenteuer überstehen. Dabei können sie sich beide erst gar nicht so richtig leiden lernen, dann aber gut miteinander auszukommen. Und ja, das könnte im einen oder anderen Moment sehr witzig sein. Und Johnny Depp kann hier wieder freidrehen mit seiner etwas freakigen Art und kostümierten Art. Das sehen ja viele immer gerne und ich auch. Nur frage ich mich langsam, funktioniert das noch so gut? Für mich ist es bei Johnny Depp, den ich wirklich toll finde. Es gibt so klasse Filme mit ihm wie Sleepy Hollow, Die Neuen Pforten, From Hell und so viele andere. Das Geheime Fenster, Sweeney Todd. Ich könnte ewig aufzählen. Nur in den letzten ein, zwei Jahren wird es langsam eng. Ich fand Rum Diary zuletzt ziemlich, naja, was soll man da machen, ziemlich schwach insgesamt bei seiner Filmwahl. Ich mochte Dark Shadows überhaupt nicht. Der letzte Fluch der Karibik, puh, und The Tourist war auch nicht der ganz große Bringer. Und hier werde ich so das Gefühl nicht los, das könnte echt schwierig werden. Klar wird der Film wahrscheinlich an der Kinokasse gut laufen, denn es ist Johnny Depp, er ist kostümiert. Und das Ganze erinnert eben wirklich an Fluch der Karibik im Wilden Westen. Aber gerade so ein Duo, das zusammen ungleich ist und im Wilden Westen überstehen muss, das erinnert mich fast schon an Wild Wild West mit Will Smith in der Hauptrolle. Ich bin gespannt, was das hier letztendlich bringen wird. Wir bekommen mit Tom Wilkinson, genauso wie Helena Bonham Carter und vielen anderen Schauspielern, wirklich einen starken Cast hier präsentiert. Aber so ein wenig skeptisch macht mich der Trailer schon. Wir bekommen hier zwar tolle Bilder, wie am Anfang von diesem Hochstand, der einfach mitten im Nirgendwo auf einem Felsen steht, aber
für mich vermittelt sich hier gar nicht so richtig, worum es eigentlich gehen soll. Und ich will mich nicht nur auf ein paar Schauspielernamen verlassen müssen. Aber man wird sehen, was der nächste Trailer bringt zu dem Film. Vielleicht kriegen wir da ja mehr und das kann ja vielleicht die Meinung ändern. Es muss ja nicht gleich alles deswegen schlecht sein. Aber ein wenig Skepsis vielleicht angebracht und mich interessiert eure Meinung zum Trailer, zum Film. Vielleicht auch ein wenig zu Johnny Depp und welcher ist euer Lieblingsfilm mit ihm. Das könnt ihr mir gerne in den Kommentaren da lassen. Ansonsten war es das mit dem heutigen Trailer-Check. Folgt mir auf Twitter und Facebook, wenn wir sonst noch über Filme reden wollen oder bei meinem Zweitkanal Robsontown könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Ansonsten sehen wir uns natürlich spätestens morgen wieder mit einer neuen Kritik um 15 Uhr. Und bis dahin sage ich, macht's gut, bis ganz bald und tschüss!